Hier habe ich mal eine Glock versucht. Erkennt ihr hier? Ne, es geht nicht mehr. Hatte ich mal eine Glock versucht, das ging dann immer hin und zurück. Und das hat dann auch hier so schön geschalten. Habe ich vom lieben Etho. Aber es ging dann auch nicht mehr. Schade eigentlich, aber egal. Und ja, hier, das ist, ich glaube, Westtor. Müsste eigentlich Westtor sein. Es wird schon wieder Nacht. Gehen wir mal hier hoch. Diese Mauer ist vollständig. Habe ich bestimmt schon dreimal gesagt. Die ist komplett aus Stein. Können wir reingucken hier. Komplett aus Stein. Es ist echt unglaublich, was ich da für Arbeit geleistet habe. Ich habe Stunden daran gesessen. Nur wegen dieser scheiß Mauer. Und die geht bis hier rüber. Geht durch den Berg hier und bis dort hinter. Ja, gehen wir wieder runter. Wo sind die Trap? Ach, hier ist die Leiter. Aua. Egal. Da gehen wir jetzt mal rüber zu meinem, zu dem anderen Gebäude, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mein zweites Gebäude. Und hat eigentlich nur eine Funktion. Und zwar, na, ich zeige es euch einfach mal. Erstens sollte das so ein kleiner Außenposten sein von meinem Gebiet, was ich hier so hatte. Also ich bin nie weiter raus als bis dorthin, wo das Licht ist. So, oder bis dort, wo das Wasser ist. Also ich habe mich nie so richtig getraut. Und ja, hier da hinten seht ihr auch noch eine Burg. Das ist mein drittes Gebäude, glaube ich. Jedenfalls das hier mein zweites. Und hier geht es dann runter in ein Höhlensystem. Das zeige ich euch aber dann noch. Ja, ihr werdet überrascht sein, was ich so alles aus Angst und Furcht gemacht habe. Aber erstmal gehe ich ins Bettchen. Weil es schon ein bisschen kacke, wenn das dann dunkel ist. Da erkennt ihr ja eh nichts. So, da sind wir wieder. Gehen wir mal rüber zu dem Häuschen und ich hoffe mal, man sieht dann, was ich noch dahinter gebaut habe. Denn da bin ich ein bisschen weiter hinter gegangen, hier bin ich auch weiter hinter gegangen. Also es erstreckt sich ganz schön hier. Diese Welt. Trotzdem bin ich hier nie aus diesem Gebiet raus, ich bin nur selten hier in die Wüste gegangen. Denn ich hatte Angst. Angst vor den ganzen Monstern, vor den Creepern, vor allem vor den Monstern, die fand ich, von den Zombies, die fand ich so laut und eklig. Und ja, da seht ihr es. Ein Leuchtturm sollte das sein. Also ich hatte so richtig einen Plan. Oh Gott, was habe ich hier gemacht? Ich hatte so richtig die Vision, dass ich mal hier so eine richtige Hafenstadt hinbaue. Alles mit Häusern zu Pflaster. Und hier so Haufen Häuser hinmache und so. Aber das blieb leider nur bei einer Vision und ich habe nur den Leuchtturm so ein bisschen oder Hafenturm vervollständigt, fertig bekommen. Ja, hier oben, da bin ich. Ich bin dann zwei, dreimal runtergestürzt und gestorben. Ich glaube, da drüben habe ich mein erstes Clay gefunden. Und hier unter dem ist ein riesiges Höhlensystem. Das habe ich bis jetzt, also bis heute noch nicht ausgekundschaftet. Komplett. Also ich hatte auch riesen Schiss da drin. Ja, da gehen wir einfach mal hier runter. Ah ja, hier ist eine Tür. Ich glaube, hier war das. Hier ist ein riesen Höhlensystem. Es geht hier bis runter. Redstone. Oh, ich habe ja schon mit Eisen. Ach, das war richtig. Ich muss mal updaten hier. Und ja, das ist dann hier offen gewesen. Da habe ich die Höhle dann gefunden. Und hier seht ihr, ist dann noch ein Tunnelgang. Werdet ihr bestimmt gleich noch sehen. Aber hier gehe ich jetzt nicht in die Höhle rein. Ich finde mich hier mehr zurecht. Also ich, keine Ahnung, wo wir dann sind. Ich glaube, das geht dann hier weiter runter. Ja, es geht hier weiter runter und so. Es wird noch übelst viel drin sein hier. Okay, ja, das geht hier weiter dann zu dem Turm. Und hier geht es dann zu dem einen Außenposten. Ja, aber das bringt uns jetzt nichts. Also das dauert ewig, bis wir hier lang sind. Deswegen gehe ich jetzt wieder hoch. Und dann zeige ich euch noch eine kleine Auskopplung zu meinen Bauten hier drin. Ja, ich habe zwei, drei Monate später habe ich mal wieder an dieser Welt gewerkelt. Ich hatte irgendwie voll Lust daran, aber wollte auch keine neue Welt starten. Und dann habe ich mir gesagt, ach, habe ich mir so gedacht, ach, spielst mal wieder hier dran. Und da ist ein neuartiges Gebäude entstanden, was hier sehr suspekt aussieht. Gehen wir mal hin. Ich hatte auch viel mehr Pläne hier drin. Ist aber leider alles nichts geworden. Ja, hier, das sollte, das ist so eine kleine, ja, das ist so eine selbstgemachte Insel, so eine künstliche Insel, die ich mir hier gemacht habe. Habe ich alles selbst ausgehöhlt.
Und das sollte das Greenhouse werden. Ja, Greenhouse, hier steht's. Greenhouse. Und ich habe mich gewundert, warum kein Gras hier oben gewachsen ist. Ich habe mich so geärgert, dass es dann nicht ging hier. Und hier dann so Green Bridge, also ich wollte dann irgendwie in der Zeit alles grün haben und so. Alles mit Gras bewachsen und so ein Mist. Na gut, kein Mist, aber sah schon ein bisschen ulkig aus. Gehen wir mal hier rein, was wir in der Kiste haben. Echt ganz lustig immer zu sehen. Ah, ein bisschen so Eimer und so ein bisschen Kaktus, Kaktus. Bisschen im Ofen, ach, bisschen Glas. Und ja, hier habe ich drüben, wollte ich eine Bohrinsel machen. Stell dir das vor, eine Bohrinsel. Und da wollte ich genauso von dem Gebäude einen Tunnel machen bis hier rüber. Aber die habe ich nie fertig oder nie fertig gebaut. Wollte ich auch nie fertig machen. Weil ich habe mich dann nach dem Sinn gefragt, hat auch keine Ressourcen mehr. Und ja, ich fand es einfach nur sinnlos. Echt jetzt sinnlos. Ja, hier seht ihr es, das war. Machen wir hier Leitern hin. Ja, ich hatte immer Probleme mit dem Sand. Der Sand kam immer, da war Wasser hier drin und dann war alles wieder futsch. Fand ich blöd. Und ja, das hier sollte eine Art Bohrinsel werden, aber ist halt beim Grundriss geblieben und nicht so richtig. Naja, gehen wir mal wieder zurück, dann zeige ich euch mal so ein bisschen elektronisch. Und ja, genau, meine unterhäusische Farm oder wie nennt man das, Untergrund? Ja, keine Farm, warte mal, Mine. Mine, meine erste Mine, die ich gemacht habe, wo ich auch meine ersten Diamanten gefunden habe. Ja, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wieder hier in unserem Heim. Und ja, wollte euch noch zeigen, das hier war meine erste Bambusfarm. Ich habe das erste Mal meinen Bambus gepflanzt, wusste da gar nicht, wie man effizient anbauen kann und sowas. Fand ich dann ganz interessant, so wie das ging. Und das finde ich komisch, dass das hier funktioniert. Ah ne, das geht doch, das geht bei Kakteen nicht. Okay, gut, ja, hier habe ich, glaube ich, meine erste... Ne, ich glaube, ich habe mal hier einen Test gehabt, Doppeltür, aber ich glaube, das war in einem anderen Safe. Und ich glaube, hier war, ja, Redstone-Leitung, ah, egal. So, da gehen wir mal zu meiner unterirdischen Mine, also... Ich glaube, ja, das müsste noch gehen, da machen, da tun wir das mal riskieren. Hier runter zu fahren. Und jetzt Augen zu, wer irgendwie empfindlich ist. Das ist scheiße. Ah, da wird ein richtig schwindlig hier unten. Und ja, Redstone. Ihr seht, ich habe hier diesen Deep Frog ausgeschalten. Und ja, das war meine erste Farm. Oder meine erste Farm, was rede ich immer? Das war meine erste Mine. Ach, hier sind die Diamantensachen. Dann mal weg hier. Das hier nehmen. Ja, meine erste Mine hier. Ich glaube, hier habe ich auch das erste Mal Lava unterirdisch gefunden. Hier ist nichts mehr drin. Und ja, hier habe ich dann ständig hier rumgecaved. War absolut sinnlos, denn ich habe irgendwie dann nichts mehr gefunden. Hatte auch keine Lust, habe auch Schilder aufgestellt. Ja, hier Ausgang und so. Es war dann ein bisschen verwinkelt. Also alles durcheinander, aber ich habe dann so die ganzen kleinen Gänge habe ich dann ausgehöhlt. Und ja, hier Redstone, fein, wunderschön, lässt sich wunderschön schnell abhacken. Ich hatte nie keine Lust mehr, dann Redstone abzubauen, weil das so langsam ging zum Abbauen. Und ja, dann ist hier haben wir schon geguckt. Ich glaube, hier drüben, nee, ich glaube, ich habe hier in dieser Welt noch nicht einmal einen Slime gesehen oder gefunden oder gehört. Und ja, es geht hier bis hier hinter und so. Also meine erste kleine Mine. Und jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und dann gucken wir mal im Nether. Bis gleich. Ja, doch, bevor ich in den Nether schaue, zeige ich euch noch kurz hier diesen Tunnel. Also hier habe ich einen Tunnel gegraben. Ich wollte nicht nachts raus. War für mich fürchterlich. Und ja, hier geht es dann raus. Oh, ein Hund. Hä? Wuffis? Gibt's da nicht. Ja, ja. Ja, hier ging es dann außerhalb der Mauern hier dann so raus. Und dann ging es dann hier runter. Genau, ich gehe mal hier so lang. Und ja, ich hatte dann früher immer Schiss, dass die Monster irgendwie meine Mauern kaputt machen. So, weil ich ja die Creeper gehört habe und gesehen. Und wenn die dann böse wurden, aggressiv wurden, dann sind die auch explodiert.
Deswegen hatte ich dann immer Schiss irgendwie vor diesen putzigen, niedlichen, flauschigen, grünen Tierchen. Und ja, da habe ich dann einfach eine Mauer drumherum gebaut und dachte so, ach, jetzt bist du geschützt. Ja, da drüben ist so das Kreuz, links geht es dann zu meinem zweiten Außenposten hier oben auf dem Berg, ihr wisst. Und dann rechts am Ende dann ist dann der Leuchtturm. Gehen wir wieder hier hoch. Und dann gucken wir uns mal das Nether an. Ich kann euch nur versprechen, dass da irgendwas ist. Ja, da gehen wir jetzt mal in Nether hier rein. Ich bin gespannt, was ich da für Mist dort getrieben habe. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich hatte immer Monster aus, als ich im Nether war. Ach. Ja. Meine erste Cobble-Schutzhütte im Nether. Ich glaube, hier habe ich auch mein erstes Soul Sand abgebaut. Soul Sand, glaube ich, ist das. Ich habe auch meine ersten Pilze gefunden, ich glaube. Ja, die ersten Pilze habe ich hier im Nether gefunden. Aber sonst weiter außerhalb bin ich auch nie gekommen. Ja, hier war ich nicht mal. Da oben auch nicht. Also, doch, hier oben habe ich, glaube ich, Glowstone gesammelt. Da drüben auch. Ach, seht ihr ja, da Glowstone gesammelt. Aber sonst habe ich ja auch nichts im Nether gemacht. Ja, meine erste Welt. Und ja, zu meiner Geschichte, dass es meine fast erste Welt ist. Und zwar war es so, dass ich zwei Rechner habe. Ja, ich habe ja zwei Rechner. Diesen hier, auf dem ich gerade spiele, und einen Arbeitsrechner oben. Und jedenfalls habe ich meine erste Minecraft-Welt hier unten auf diesem Rechner gestartet, auf meinen leistungsstärkeren Rechner. Und diesen leistungsstärkeren Rechner, den musste ich dann verlassen, weil das dann abends wurde. Und ja, da habe ich vielleicht hier eine Stunde oder so auf meiner allerersten Welt gespielt. Da habe ich mich nur im Sand eingegraben, hatte Angst ohne Ende, war aber auf Peaceful, dachte mir, wenn du rausgehst, dann kommen die Monster und greifen dich an. Also ich habe mir echt fast in die Hosen geschissen und ja, habe mich überhaupt nicht getraut, irgendwie rauszugehen. Deswegen habe ich mich auch nur im Sand in meine Sandburg vergraben und dann tagsüber bin ich dann mal raus und habe irgendwie ein bisschen Sand geschaufelt und so. Es ist da aber auch nichts gewesen. Und dann habe ich aus purer Langeweile oben an meinen Rechner, der jetzt nicht so leistungsstark war und noch ist, wo aber Minecraft damals noch wunderbar lief, ohne Ruckeln, was jetzt aber leider nicht mehr geht. Es geht aber, da muss ich Distance auf Near oder Minimum oder so setzen oder wie man das nennt. Und ja, da habe ich dann oben auf meinem Rechner gespielt und da habe ich dann hier Stunden dran gesessen. Ich habe auch nur oben an dieser Welt gespielt. Da habe ich dann immer so ein bisschen gewechselt, mal hier runter. Nee, das habe ich nie gemacht. Ich glaube, das war... Nee, meine letzte Change-Welt habe ich dann immer gewechselt. Habe ich immer oben und unten und so gespielt. Und die Welt habe ich nur oben gespielt. Und dann habe ich die einfach mal hier runter auf diesen Rechner gehauen, um hier ein bisschen zu spielen. Aber das ist dann auch nichts geworden. Also diese Welt ist hauptsächlich oben an meinem schwächeren Rechner entstanden. Und... Ja, dementsprechend war dies auch meine fast erste Welt. Also ich will bezeichnen, dass das meine erste Welt ist, weil meine allererste Welt, die habe ich gelöscht. Und da ist auch nichts passiert. Also ich habe genau das gleiche gebaut. Bin da mal auch ein bisschen rausgegangen, habe ein Schneebiom gefunden, aber hat dann auch keine Lust mehr, weil ich diese Welt viel interessanter fand. Ja, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, so was hier drinne war, passiert ist. Also so viel Technisches ist hier auch nicht. Also hier Boat Elevator oder hier diese Booster dort oder das hier ist vielleicht mal interessant. Aber das ist alles schon veraltet. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Und bei mir sind auch alte Gedanken aufgeblüht, wie das so war mit den ersten Minecraft-Erfahrungen. Redstone, wie hat man da Erfahrungen gesammelt? Die ersten Häuser, die Bücherregale. Dann das erste Mal gesneakt und nicht runtergefallen. Die ganzen Erfahrungen, die man so gesammelt hat, innerhalb von wenigen Monaten. Also das war dann schon eine schöne Zeit. Und ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sentimental so auf die alten Zeiten. So, ach ja, hier wollte ich eine Kaktusfarm bauen übrigens. Ja, das hat aber dann nicht funktioniert. Komischerweise aber. Oder weil es eine Monsterfalle, wollte ich Monster hier reinlocken und die dann mit Kakteen
Plateau-Town oder so. Naja, jedenfalls war das sowas ganz Komisches. Und ja, ich mach mal Schluss für diese Welt hier. Ich werde sie nicht löschen, ich behalte sie garantiert auf alle Fälle. Und ja, werde aber hier nicht drin weiterbauen. Joa, na dann sag ich mal Tschüssi und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder mal mit einem lustigen, tollen Video beglücken. Ich haue ja nicht mehr so viele Videos heraus, weil Let's Play komme ich nicht mehr dazu. Will ich aber auch irgendwie auch gar nicht, weil ich in einer Welt recht aktiv bin. Die sieht eigentlich ganz schön aus. Vielleicht haue ich da mal irgendwie kleine Videos raus, so wie ich da was gebaut habe. Elektronisches mit Redstone und so. Mal sehen. Wird bestimmt schön. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Hani0007. Ciao, ciao.